Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Da sind wir wieder nach der Mission eben, Alter, das war ja wieder Hardcore. Meisterknecht ist auch noch mit dabei. Und ja, wir setzen uns mal in den Laptop. Wir haben einige Sachen, die wir hier freischalten wollen. Und zwar war das Kommunikation, um diese Suchmine zu bekommen. Und die Wasseraufbereitung, um den Sensor zu bekommen, ein bisschen mehr Schaden zu machen. Geringe Reichweite verschießt Flammensäule, das Geschütz verschießt elektrische Pfeile. Das ist natürlich auch krass. Oder wenn im Kommunikation setzt, automatisch Sucherminen ab, die das feindliche Ziel suchen und dann in ihrer Nähe explodieren. Auch cool. So, wir schalten jetzt mal das frei, einfach damit wir was Neues erleben. Zweck, zweck. Sehr schön. Und dann gucken wir mal an, was wir jetzt genau freigeschaltet haben. Und zwar haben wir hier die Fähigkeiten. Jo, die setzen wir jetzt erstmal ein. Genau, als E. Dann haben wir auf jeden Fall was dabei. Sehr schön. Und dann müssen wir als nächstes das Wasserwerk freischalten. Damit machen wir dann nämlich auch die nächsten Freischaltungen, wenn ihr das hier seht. Ne, Feldtechnik ist das. Okay, müssen wir dann mal gucken. Vorteile haben wir jetzt. Erweiterte Dark Zone Inventar. Bringt uns noch nicht so viel, ist noch nicht so wichtig. So, wir haben einen neuen Beweis. Ich kann doch Escape drücken, das war einfacher. Ziehen wir uns den Beweis mal kurz rein. Scheiße, Alter. Die Jungs hatten ja keine Chance. Ich hasse sie langsam. Ich bin froh für jede, die ich getötet habe. Das freut mich sehr. Echt. So eine Scheißviecher, ohne Witz. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch 300 Vorräte. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wir schauen mal kurz. Das wird nicht ewig da sein. Ich glaube nicht, dass wir damit noch was anfangen können. Einmal Stoff mitnehmen. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt. Dankeschön. Und dann schauen wir mal kurz hier rein. Das reicht nicht. Ja, wie sieht's denn aus? Hallo Meisterknecht, wollen wir denn noch eine Mission starten, ja? Ich wette, ich habe alles, was Sie brauchen. Er antwortet gerade nicht. Meisterknecht, du musst dir, wenn du Push-to-Talk jetzt gemacht hast, natürlich noch einen Knopf setzen, den du drücken musst. Oder du machst wieder Auto-Activation, wie du möchtest. So, wir gehen so lange mal raus. So, hörst du mich jetzt? Ja, perfekt. Guck dir das mal an. Oh, ist das nicht hübsch? Oh, geil. Der neue Begleiter, oder? So ist es, mein neues Haustier. Oh, Leute, ich finde das nicht so toll. Mal eine neue Mission, wa? Ja, auf jeden Fall eine neue Mission. Aber bitte schwer. Ja, natürlich auch schwer. Oh, ich liebe dieses Ding, ne? Das macht mich voll glücklich. Oh, ist das cool. Schieß mal drauf. Das ist ein Jojo. Jetzt kaputt. So, wir müssen einmal einen Waffentausch machen. Dann müssen wir auch noch ein paar Leute einlernen, wa? Ja, warte mal kurz. Zweites ein bisschen. Okay, hab wieder die richtigen Waffen. Warte mal, die zieht übel nach oben auf einmal, warte mal. Nee, geht. Oh, das Rohr glüht sogar. Achte mal drauf vorne bei mir. Siehst du das? Oh ja, oh ja. Ist das krass. Schieß mal mit der Pistole. Nice, schieß mal die Pistole leer. Na, siehst du, nee, warte mal. Nee, nee. Boah, fängt auch an zu glühen. Hammer. Das ist ja echt cool. Sogar im Lauf. Das geht ja sogar noch rein. Du siehst ja richtig die Kühlrippen und dahinter ist noch. Schieß mal mit der.
Auch hier ist das detailliert gemacht. Ey, selbst wo die Plastikverkleidung anfängt, wenn du da schräg reinguckst, da leuchtet das auch noch hinter. So, ich suche mal eine Mission raus. Ja. Na gut, Magazin können wir ja später noch aufladen. Ja, alles gut. So, da wollen wir doch mal uns eine Mission raussuchen. Lasst ihn los! Er hat euch nichts getan. Am besten Mission suchen und dann noch ein paar Leute einladen. Ich habe so das Gefühl. Wir werden. Bist du da? Wir sind am Funkmast! Aber da sind Rikers! Überall! Was zum Teufel? Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle, und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizei. Okay, hör mal, das wird hardcore. Also, diese Mission ist für 16 bis 20. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist er ein Scheiße, Alter. Wir müssen ganz vorsichtig dorthin gehen, vor den Eingang, und dann suchen, oder ich versuche mal hier zu suchen, vielleicht können wir uns auch porten, warte mal. Das wäre gut, ja. Lasst ihn los! Er hat euch nichts getan. So, das ist natürlich... Davor irgendwo hin porten. Warum wollen die so weit laufen? Nee, das funktioniert leider nicht, weil wir da ja noch nie waren. Das ist ganz unten rechts hinter der Dark Zone. Und wir können jetzt hoffen, dass andere Spieler da sind mit dem passenden Level, die uns dann, ja, wo wir uns hinporten können. Das heißt, du guckst gleich auf die Karte, wenn wir Leute in der Gruppe haben. Und wenn da jemand vorsteht, kannst du dann den Spieler anklicken, dich dorthin porten. Und wir müssen dann halt immer ein bisschen in Deckung bleiben, ne? Also wir müssen ein bisschen reinhauen, nicht zu oft sterben, sodass die das dann wuppen können, ne? Wir machen auch nur auf normal, weil schwer wäre zu krass. Sicher? Ist 16 bis 18, ne? Welches Level hast du? 12. Siehste. So, hoffentlich finden wir da was. Da bin ich immer gespannt. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Na gut, dann suchen wir uns das mal Spieler, genau. Ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Wie weit ist denn dein Pferd? 1,5 Kilometer. So, geht los. Hello, man. What's up? Hello, man. Hello, man. Ist das süß. So. Lepphobie, what's up, man? Okay, er möchte wohl nicht reden. Er hat wohl keine Lust auf reden. Nee, das Mikro an, das Mikro ist scheiße. Ja, egal, ich bin hier den gleich. Sehr gut, wir haben uns hergeportet, wir sind hier. Super. Shadetech, von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Meisterknecht, du musst dich auch porten, oder bist du schon hier? Ja, warte mal, ich muss dich mal kurz suchen. Hinter der Dark Zone, oder? Hinter der Dark Zone, rechts unten. So, wir müssen diesen Typen hier mal ausmachen. Alle Phobie. Ach da, okay. Jetzt seh ich dich. He's coming, guys. Need 10 seconds, I think. So, dann wollen wir mal starten. Ja, Meisterknecht, der portet sich gerade. Ich kann dich schon sehen, bist gleich hier. Perfekt, we can go, guys. Oh, Jason ist Level 17. Ja, lass den mal vorgehen. Ja. Lass uns mal weiter hinter gehen. Lass ihn mal vorhin ein Stück. Diese Mine, Leute, macht mich richtig glücklich, ne? Da ist sauber. Feinde im Anmarsch. Enemies are coming.
versuche ihn wieder zu beleben. Mal Deckung. Du kannst. Du kannst. Das LMB. Boah, geh doch durch. Das klingt verdächtig. Sehen Sie zu, dass Sie den Agenten finden, aber seien Sie vorsichtig. Das kann eigentlich nur eine Falle sein. So, Leute. Das ist Hardcore, die Mission. Ey, viel zu hoch. We need ammo. We need ammo. Gute Sachen. Munition, warte mal. Cool. Komm her damit. Okay, let's go, guys. Die kleine süße Mine, Alter, sag mal. Meine Güte. Website. Mega geil, diese Mine sind Hammer. Yo, er brennt. So eine dumme Bitch. Sehr leicht. Ja, easy, ne? Vorsicht, Feinde! Wo? Wahrscheinlich oben, oder? Hattest du Munition gefunden irgendwo? Ich hab nichts gefunden. Also ich muss sagen, okay, weg. Ich muss sagen, die Mine ist der Hammer. Wenn die noch mehr Schaden macht, sich nachher verteilt oder so, boah, Hammer. Gefällt mir sehr. Hier gibt's Money.
Die Mine ist echt übel. Absoluter Wahnsinn. Nehmen wir doch gleich mit den Shit. We can go back and take ammo if we want. Do you need? Ich wusste Kiste, aber keine Ahnung, wo wir unten. So, gib mir die Mine wieder bitte. Oh, Ladescreen hatte ich auch noch nicht. Scheiße. Aber das Gute ist, Höhenunterschiede scheinen wohl egal zu sein. Fähigkeiten machen langsam was aus und umso mehr Fähigkeitsstärke ich jetzt habe, umso mehr machen natürlich auch die Minen Schaden. Und ich liebe immer noch dieses Eye-Tracking. Perfekt. Oh, aber jetzt schnell wieder zurück, Alter. Right side, need help. Rechte Seite braucht Hilfe. Das macht ordentlich Schaden. So, wollen wir das auch?
Sehr schön, weiter und weiter. Das ist gut. Boah, diese Mine ist so der Hammer, Jungs. Ohne Witz. I got a boom. Kriegt ja richtig durch. Eine Ammo-Box wäre gut. Achtung, Agent. Sie Duke, haben ein Tempo in Ihrer Nähe. Aktives Echo-Signal geortet. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Um Himmels Willen, das müssen Sie nicht tun. Sie brauchen Hilfe, Sie sind verrückt. Du widersprichst dem Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Ich... Alter. Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Moment, ich habe da noch was zu erledigen. Ich bin sofort da. Das kann nicht sein. Division-Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein. Das gibt's nicht. Let's go, guys. Okay, Konzentration. Die Shade-Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann. So, wollen wir das Ding mal starten? Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Perfekt. Oh fuck. Das mit dem Heal ist eine echt super Sache. I'm down, I need help, please. Achtung, neben dir! Go away, go away. I'm run to you, go away.
Hier ist Doug. Ein Agent aus ihrem Team ist getroffen und... Run away. Ich stehe vorne beim Eingang. Ja, wir hätten wegrennen müssen. Einfach wegrennen und dann später wieder kommen. Dass sich die Lage vielleicht ein bisschen beruhigt. Ja, so schnell kann es gehen. Da sind wir krepiert, meine Lieben. Beeilung. Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Meisterknecht, komm ein zurück. Stay here, all time, please. Schön hier bleiben, egal wann. Save ammo, guys. Save ammo. Okay, wait here. So, da gehen einige Headies rein, Leute. All on gold, all on gold. Gold must be die first. You can use food, guys. And fire ammo. Lol, die haben auch den super Dinger.
I'm down. Oh fuck, Leute. Use explosive ammo or something like that. Das ist hardcore, Leute. Jetzt snipen wir und werfen die nochmal raus. Schön ins Gesicht, schön unterdrücken. Gott! Warnung! Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Alter, das ist so hardcore. Ja! Really nice. Ammo on my spot, ammo on my spot, come back. Ammo box here. Jason, ammo. You can hold. Den holen wir uns doch. Komm, zeig dein Gesicht, Junge. Ihre Erkenntnisse sind erschütternd. Dass sich Agenten gegen Agenten wenden und ihren Auftrag verraten, das hätte niemals passieren dürfen. Gottverdammt. Seien Sie von nun an besonders vorsichtig. Ich glaube, Sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. We got it! Jo, das war mal wieder übel, ey. Ja, das stimmt schon, ja. Überleg mal schwer, ey. Richtig schwer, wie die einen so wieder überrannt haben am Anfang, ne? Richtig hardcore, wie sie auf einmal hinter der Stelle standen, weil das keine Chance, ne? Ja, übrigens, möchtest du ihm einen Namen geben hier? Das werden sie nie glauben. Der Typ ist noch nihilistischer als ich.
Nennen wir ihn Rolling Jack? Sie einfach dem Agenten das Material und lassen Sie es ihn selbst. Nein, bewerten. Rolling, okay. Johnny. Das ist Johnny. Ja, stimmt. Komm, Johnny, komm. Der Hammer. Komm, Johnny. Wer ist der Johnny? Komm, Johnny, komm. Na fein. Hier vorne sind Gegner, komm, lass sie gleich holen. Da explodiert's gleich. Let it go. Oh, fuck. I'm down, guys. Ich komm zu dir, Meisterknecht. Ich bin wieder down. I'm down again. Left side of us, enemy are coming. Bin wieder down, Digga, was ist das für ein Gebiet? What's up here? Oh my goodness. Ein Agent in ihrem Team ist verletzt und... Alter, was ist hier los? Richtig hardcore, ne? Ja. Ja, meine Lieben, hier machen wir doch wieder einen Cut. Die Mission ist durch, wir rennen gleich hin in einer neuen Folge. Also wir sehen uns gleich wieder und wissen wir, wie es hier weitergeht. Ich werde den Jungs gleich wieder zur Unterstützung kommen. Bis dahin, haust rein!